habt die Wahl. Weltoffene Geschichten aus dem Filmkreis. Die Goethe- und Universitätsstadt Ilmenau liegt in Thüringen, etwa 33 Kilometer südwestlich der Landeshauptstadt Erfurt im Tal der Ilm am Nordrand des Thüringer Waldes. Sie ist die größte Stadt im Ilmkreis und die elftgrößte Thüringens. Helmut Krause ist Ehrenbürger der Stadt Ilmenau, hauptberuflich Oberarzt, hat einen Eintrag bei Wikipedia und ist seit vielen Jahren in verschiedenen Ehrenämtern aktiv. Ich bin Helmut Krause, Oberarzt hier in Ilmenau in der Anästhesie im Ilmkreisklinikum in mittlerweile über 30-jähriger Tätigkeit, auch Palliativmediziner zusätzlich, Notfallmediziner. Und ansonsten bin ich Familienvater, habe zwei Kinder und drei Enkel und engagiere mich seit Jahren in der Ärztefriedensbewegung, eigentlich politisch und darüber hinaus mittlerweile natürlich auch kommunalpolitisch. Unter anderem engagiert er sich für Asylbewerber in Thüringen in der Asylbewerber-Härtefallkommission. 2005 hat die Bundesregierung ein Zuwanderungsgesetz erlassen und mit der Beauftragung in den Ländern Härtefallkommissionen zu berufen, die zuständig sind, um humanitäre Härtefälle, die außerhalb des Rechtsrahmens einen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland gestatten, zu entscheiden. Und in diese Härtefallkommission sind in den Bundesländern unterschiedliche Menschen berufen worden, aus den Gremien, von Kirchen über Gewerkschaften, Paritätischen Wohlfahrtsverband, Vertreter der kommunalen Gebietskörperschaften und eben immer auch ein Mediziner, um die gar nicht so seltenen medizinischen Fragen dort mit zu bedenken, weil es sich häufig um kinderreiche Familien handelt, um Familien mit Erkrankungen, wo das Abschieben eben einfach aus Gründen der Nichtbehandelbarkeit von bestimmten Dingen im Heimatland gar nicht tolerabel wäre oder diskutabel wäre, wo aber die Rechtsmittel erschöpft sind und als einziges eben eine Härtefallregelung einen Aufenthalt hier ermöglicht. Ich denke, wir leben natürlich mit der Last einer Verantwortung, die Generationen vor uns mit der Last einer Schuld, und das heißt natürlich, diese Verantwortung müssen wir übernehmen, um zu verhindern, dass jegliche Form von Ausgrenzung, Intoleranz, Missachtung der Menschenrechte von vornherein und im Keim, ich will nicht sagen erstickt werden, weil das so böse klingt, aber bekämpft werden soll. Weil wenn man den ersten Schritten dagegen oder wenn man den ersten Ansätzen dazu nicht sich wehrt, dann läuft man wirklich Gefahr, dass das zu einem dramatischen Problem wird. Ich hab die Wahl. Weltoffene Geschichten aus dem Ilmkreis.